Ich möchte das gerne vertiefen mit meinem nächsten Gast, der an entscheidender Stelle in Deutschland diese Nachkriegsordnung mitgeprägt hat. Er ist seit 50 Jahren Mitglied im Bundestag. Er ist einer der Architekten der deutschen Einheit. Er war Innenminister, Finanzminister, zuletzt Bundestagspräsident. Bin sehr froh, dass er da ist. Herzlich willkommen, Wolfgang Schäuble. Guten Abend, Herr Schäuble. Sie haben Deutschland durch so viele tiefe Krisen begleitet. Also Sie haben den Kalten Krieg, den 11. September, die Finanzkrise, die Corona-Krise erlebt. Macht eigentlich irgendetwas einem Menschen wie Ihnen noch Angst? Hätten Sie Angst vor einem Atomkrieg? Ja, seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine habe ich keine richtige Vorstellung, wie wir da wieder rauskommen sollen. Alle sagen, er darf den nicht gewinnen. Das ist klar, wenn er gewinnt, macht er weiter. Es gibt ja schreckliche Parallelen zu der Entwicklung zwischen den beiden Weltkriegen. Er hat ja früh gesagt, wir haben es nicht ernst genommen, dass der Zerfall der Sowjetunion 1990, 91 die größte Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts war und dass er das wieder rückgängig machen will. Ein anderer hatte früh angekündigt, dass er die nach dem Ersten Weltkrieg entstandene Lage wieder ändern will. Und als er schrittweise daran ging, es zu umzusetzen, hat man immer gesagt, ja, wird schon nicht. Und man muss gucken, dass... Und die Parallelen sind so schrecklich. Sie reden von Adolf Hitler. Ich rede von Appeasement. Und ich rede davon, dass erst als er ganz Europa, als Frankreich kapituliert hatte, kam die Stunde für Churchill. Vorher hatte auch Churchill nicht den Hauch einer Chance, einer Mehrheit in Großbritannien oder auch in Frankreich oder in den USA zu gewinnen. Und das ist eine Lage, die in vielem ähnlich ist, in vielem natürlich auch nicht, das weiß ich auch. Aber weil Sie mich fragen, nein, ich habe zum ersten Mal keine richtige Antwort darauf, wie wir aus dieser schrecklichen Gefahr wieder rauskommen sollen, ohne dass... Und das müssen wir ja unter allen Umständen vermeiden. Es noch schlimmer wird, aber das Leid in der Ukraine ist schon so unendlich groß. Nur, ja, ich habe auch keine richtige Antwort. Und deswegen beneide ich alle diejenigen, die jetzt Entscheidungen treffen müssen, nicht. Ich habe etwas von Ihnen gehört. 1953 haben Sie vor dem Radio gesessen und haben verfolgt, wie die russischen Panzer durch das damalige Ost-Berlin gefahren sind. Hätten Sie gedacht, dass Sie in Ihrer Lebenszeit russische Panzer so nah, die Ukraine ist ja nicht so weit von uns entfernt, durch Städte in der Ukraine fahren sehen würden? Na ja, gut, damals haben auch meine Eltern, ich war ja noch ein Junger, ich war keine 11 Jahre alt, beim Volksaufstand am 17. Juni 1953. Ich bin 42 im September geboren. Aber meine Eltern hatten natürlich Angst, dass es wieder Krieg gibt. Da war auch der Koreakrieg. Diese Angst, einen neuen Krieg, war in den 50er Jahren präsent. Und dann habe ich natürlich eine gute Erinnerung, da habe ich schon studiert, als die Kuba-Krise war. Und dann auch die Berliner Mauer gebaut wurde. Und all diese Entwicklungen. Und bis dahin hatten wir ja sowjetische Panzer ganz nah. Im Übrigen 68 ist übrigens unter Beteiligung der Nationalen Volksarmee der DDR in Prag mit den Panzern des Ostblocks, der Prager Frühling, niedergewälzt worden. Ich habe eine genaue Erinnerung an den Aufstand in Ungarn 1956. Und deswegen, ja, aber dann hat man geglaubt... Aber dann hat man nicht mehr damit gerechnet. Nein, dann war die Entspannungspolitik, dann kam Gorbatschow. Und dann haben wir gesehen, und dann ist das Wunder passiert, dass der Ost-West-Konflikt und die deutsche Teilung und die Teilung Europas friedlich, ohne einen Tropfen Blut, zu Ende ging. Das größte Wunder in der deutschen Geschichte und Gorbatschow. Und Putin sagt, das sei die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und damit sind wir genau in dem Dilemma. Wir haben nicht geglaubt, dass das wieder passiert. Deswegen halte ich auch mit Verlaub von den Debatten, hätte man das nicht vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren oder hätte man nicht früher... Wer da unter den Politikern, die damals schon gelebt haben, nicht auch der Meinung war, das wird nicht wieder passieren, der soll von mir aus andere kritisieren. Ich mache es nicht.
Da kommen wir noch mal dahin, aber es stehen ja jetzt ein paar Fragen im Raum, die ich gerne sowohl eben heute als auch historisch diskutieren würde. Also der Beitritt der Ukraine zur EU. Ich möchte erstmal einen Rückgriff machen. Es gab schon einmal eine Debatte, jedenfalls über eine Assoziierung der Ukraine mit der EU. Was dann folgte, war der Maidan. Was dann folgte, war die Annexion der Krim durch Putin. Ich habe mit Helmut Schmidt in unserem letzten Gespräch, das war 2015, also vor 7 Jahren, genau über die Ausdehnung der EU gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, kann man noch mit jemandem wie Putin umgehen, der das Vertrauen des Westens ja so nachhaltig zerstört hat? Das war seine Antwort. Das Vertrauen ist zerstört worden durch die idiotischen Angebote und Absichten, die dahinter steckten, seitens der Europäischen Union. Der Versuch, die Europäische Union auszudehnen auf die Ukraine, gleichzeitig auf Georgien, am liebsten noch auf Armenien, alles das ist ein ziemlicher Blödsinn. Das ist geopolitische Kinderei. Stimmen Sie dem zu? Eine geopolitische Kinderei? Nein, aber Helmut Schmidt war zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Jüngste. Ja, ich habe einen großen Respekt. Also Helmut Schmidt ist im Übrigen der Mann gewesen, der als Bundeskanzler den NATO-Doppelbeschluss mal durchgesetzt hat, dass er auf die Aufrüstung der Sowjetunion mit Mittelstreckenraketen gesagt hat, wir müssen dem was Gleichgewichtiges entgegensetzen. Ja. An dem Vollzug dieser Entscheidung hat ihn seine eigene Partei verlassen. Und darüber ist er gestürzt 1982. Und Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. So, und deswegen aber bei allem Respekt für Helmut Schmidt, das war nicht seine beste Interviewäußerung. Er wäre besser nicht in der Sendung gewesen. Nein, aber es ist eine Grundüberzeugung war tatsächlich die, dass die EU sich übernimmt und dass sie sich zu sehr ausdehnt. Und Markus Preis hat ja gerade gesagt, dass Sie jemand sind, der sehr genau weiß, wovon da die Rede ist. Wären Sie denn heute dafür, die EU um die Ukraine die EU muss sowieso sehr umgestaltet werden. Sie muss in bestimmten Bereichen sehr viel handlungsfähiger, effizienter werden. Das wird sie in dem bisherigen Verfahren der europäischen Institutionen nicht werden. Deswegen werden wir eine flexiblere Struktur der EU bekommen müssen. Die Länder, die bestimmte Dinge gemeinsam machen, müssen es machen. In Verteidigungsfragen wird die EU mit dem Lissabonner Vertrag nicht die Probleme lösen können. Im Übrigen brauchen wir die Amerikaner für alle diese Fragen. Aber Helmut Schmidt hat ja in dem Interview es so dargestellt, als sei das eine Aggression gegenüber Russland. Und da muss ich ihm wirklich sagen, jedes Land hat auch das Recht, selber zu bestimmen, ob es Demokratie und Rechtsstaat will oder ob es das nicht will. Und wenn ein Land die Werte von Demokratie und Rechtsstaat will und damit auch zu der Gemeinschaft von Demokratie und Rechtsstaat in Europa zählen will, dann ist es doch keine Aggression. Deswegen die Ukraine bedroht Russland nicht, Georgien bedroht Russland auch nicht. Was Putin als eine Bedrohung empfindet, ist, dass in seiner Nachbarschaft rechtsstaatliche, freiheitliche Demokratien offenbar attraktiver sind als seine Diktatur. Und das war das Problem, weswegen die DDR eine Mauer bauen musste. Die Mauer ist ja nicht gebaut worden, weil da eine Aggression aus Bonn drohte, sondern weil die Menschen in der DDR davongelaufen wären, wenn man sie nicht mit einer Mauer eingesperrt hätte. Das heißt, Sie würden heute, wenn die Frage sich stellt, die Ukraine in die EU und auch in die NATO, würden Sie zweimal Ja sagen? Wir müssen alles, was wir jetzt machen, weil die Lage so furchtbar schwierig ist, genau abwägen, dass sie nicht ganz außer Kontrolle gerät. Wir haben es mit einem russischen Präsidenten, der offenbar scheinbar noch mehr unumstrengte Macht hat, als die Führer der Sowjetunion früher hatten. Das macht die Sache nicht bequemer, sondern noch gefährlicher. Und deswegen muss man natürlich genau abwägen, wie man die Dinge so macht. Deswegen finde ich, dass die Art, wie die amerikanische Regierung, Präsident Biden, reagiert, im Wesentlichen doch sehr besonnen wirkt. Entschieden, dem Putin auch klarzumachen, du, und wenn du weiter eskalierst, werden wir immer weitermachen. Aber wir wollen dir es auch nicht schwerer machen, auszusteigen. Und wenn ich es richtig verstehe, versucht ja die Bundesregierung auch, das auf ihre Weise zu machen. Der Bundeskanzler und die Außenministerin und der Wirtschaftsminister, die ganze Bundesregierung, übrigens auch die Opposition, die CDU, CSU, das ist genau die Linie auch von Friedrich Merz. Und deswegen muss man das abwägen. Aber im Kern müssen die doch selber bestellen. Am liebsten wäre doch, wenn Russland sagen würde, ja, wir verzichten darauf, jemals mit
Gewalt oder mit der Drohung von Gewalt Grenzen zu verändern. Ja. Und wir wollen mit euch eng zusammenarbeiten. Alle wären glücklich, aber dazu muss Russland eben aufhören, mit Gewalt irgendetwas durchsetzen zu wollen. Das heißt zweimal ja. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Rein in die EU und auch rein in die NATO. Das ist eine Überzeugung. Ich frage aber das. Die EU wird sich verändern müssen, wenn sie ihre Aufgaben erfüllen muss. Das ist denn dann der nächste Schritt. Denn bis jetzt sind wir ja, da dürfen wir uns ja auch nicht stärker machen, als wir sind. Ohne den Schutz der Amerikaner nimmt uns doch Putin nicht einmal ernst. Vielleicht war bei allem Respekt der Versuch nach der Besetzung der Krim mit dem sogenannten Normandie-Prozess, also das machen die Europäer, das war ja auch mit Obama so abgesprochen, alleine Hollande und Bundeskanzlerin Merkel zusammen mit Putin und mit der Ukraine. Haben wir uns überhoben, ja. Der Putin nimmt uns nicht ernst. Das ist wie einst der Stalin gefragt hat, wie viel Division hat denn der Vatikan? Und deswegen müssen ja alles, was wir tun, bedenken, welche Wirkung hat es auf Putin? Das wollte ich gerade sagen, weil Sie haben 93 waren Sie für die Aufnahme von Ungarn, Tschechien und der Slowakei in die NATO. Ja, klar. Sie haben damals aber auch gesagt, aber ich würde nicht dazu raten, das gegen den Willen Russlands zu tun. Wir sollten Russland nicht in einer Phase tatsächlicher oder vermeintlicher Schwäche demütigen. Ja. Das also gilt heute nicht mehr, weil wir wissen ja, dass Wladimir Putin nicht will, dass die Ukraine in die NATO oder in die EU kommt. Naja, damals also hatten wir doch vielleicht eine gewisse andere Chance, eine andere Situation. Wir hatten doch nach dem Ende der Sowjetunion oder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa, hatten wir doch für einen kurzen Moment in der Geschichte die Hoffnung, dass die alten Schützengräben verschwinden und dass wir wollten auch die NATO-Russland-Partnerschaft. Vielleicht hätten wir die energischer vorantreiben müssen. Vielleicht ist Manfred Wörner, der hat es als NATO-Generalsekretär sehr engagiert betrieben, hat ja auch das Vertrauen der Amerikaner. Er ist früher an Krebs gestorben. Aus den Akten des Auswärtigen Amtes von 1991, die gerade geöffnet worden sind, nicht alle 30 Jahre werden die freigegeben, kann man ja erkennen, was überhaupt kein Geheimnis ist, dass die damalige Bundesregierung, also der Bundeskanzler Kohl, der Außenminister Genscher, auch der Innenminister Schäuble, der hier anwesend ist, damals natürlich nicht mit Freude der Aussicht entgegengesehen haben, dass die Sowjetunion zerfällt. Denn was kommt danach? Viel lieber wäre uns gewesen, eine möglichst enge, partnerschaftliche, wirtschaftlich, politisch Zusammenarbeit mit der Sowjetunion mit Russland. Und dieses Fenster der Gelegenheit, oder Window of Opportunity, würde Herr Ischinger sagen, also man muss ja, unter den Außenpolitikern muss man es ein bisschen vornehm ausdrücken, ist leider jetzt im Augenblick geschlossen mit Herrn Putin. Es ist eigentlich mit der Rede von Herrn Putin, dass der Zerfall der Sowjetunion die größte Katastrophe war, zugeschlagen worden. Wir wollten es noch nicht wahrhaben. Letztes Jahr im Sommer. Wann hätte der Zeitpunkt trotzdem sein können? Ich weiß, Sie mögen die Diskussion nicht, aber ich finde sie schon nicht unwichtig, auch deshalb, weil Sie so lange auch mit Verantwortung getragen haben. Also ich möchte gerne über den Vorwurf reden, dass die deutschen Regierungen Schröder und Merkel zu lange zu Russland freundlich waren, zu vorsichtig. Und dazu möchte ich Ihnen gerne ganz kurz etwas zeigen. Das war 10 Tage vor der Bundestagswahl 2005. Der Kanzler hieß noch Gerhard Schröder. Aber Angela Merkel machte sich auf, Kanzlerin zu werden. Und sie versicherte dem russischen Präsidenten, dass die Politik Deutschlands gegenüber Russland im Prinzip so weitergeht. Unterschied zu Schröder, sie konnte es auf Russisch. Ja. Also wann wäre der Punkt gewesen, umzuschwenken? Sie haben unser Gespräch begonnen mit dem, was Sie sagen, der Vergleich Putin-Hitler. Sie haben den Vergleich schon 2014 nach der Annexion Krim geäußert. Ich habe den Vergleich auf die geschichtliche Entwicklung, nicht auf Putin hat ja kein Auschwitz. Aber schon 2014, nach der Annexion der Krim, haben Sie gesagt. Nach der Annexion der Krim hätte man natürlich Nord Stream 2 unter keinen Umständen mehr. Das habe ich übrigens damals sogar als Mitglied der von Bundeskanzlerin Merkel geführten Regierung gesagt, hat sie nicht gefreut. Hat sie auch nicht gemacht. Bitte? Hat sie auch nicht gemacht. Doch, Nord Stream 2 hat sie gemacht. Ja, ich sage, sie hat sich gestoppt. Sie haben gesagt, das hätte man damals schon. Es war ein Fehler. Ich habe das immer gesagt, es war ein Fehler. Sie weiß, dass ich nicht ihrer Meinung war, wie viele andere auch. Aber
Okay, aber 2005 war das doch richtig, hätte ich auch unterschrieben. Aber 2014 haben Sie eben schon gesagt, das haben Sie ja gerade gesagt, ja, es gibt diesen Vergleich der Annexion der Krim mit der Annexion Sudetenland. Ich kann Ihnen das noch mal zeigen, das kennen wir alles aus der Geschichte. Sagen Sie, mit solchen Methoden hat schon Hitler das Sudetenland übernommen und vieles andere mehr. Ja gut, das ist die Parallele der 30er Jahre. Lesen Sie doch mal die Geschichte von Appeasement. Absolut, wenn Ihnen das damals schon klar war. Ja. Muss man schon fragen, warum die damalige Bundesregierung, der Sie angehört haben, nicht die Konsequenzen gezogen hat. Na, nicht weil die sie Bundeswehr hat, ausstatten, weil nicht sie, das, Gas im also das Gas weiter ausbauen, die Gasbeziehungen, die Abhängigkeit. Weil sie gehofft hat, dass es nicht so sein wird. Deswegen habe ich zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, also wer da jetzt anfängt, ich habe das schon 2 Jahre früher gewusst oder nicht, ich will das nicht machen. Weil das ist eine, das ist die nachträgliche Besserwisserei, die ich nicht mehr leiden kann. Mhm. Wir haben das alle gehofft, es wird nicht sein. Viele haben noch bis zum Einmarsch am 24. Februar gehofft, es wird nicht sein. Als die Amerikaner Geheimdienstinformationen veröffentlicht haben, was die Russen aufmarschieren und was passieren wird, haben alle gesagt, auch die amerikanischen Geheimdienste, das wissen wir, die haben schon oft. Und die haben genau vorhergesagt, was passiert ist. Das heißt, die amerikanischen Geheimdienste haben ziemlich gute Arbeit geleistet. Und ich bin ja jemand, der Zeit seines Lebens immer auch bei allem Ärger über die Amerikaner und über manche Amerikaner und bei den Sorgen über die tiefe Spaltung in Amerika zutiefst überzeugt bin, ohne Amerika sind wir auf absehbare Zeit nicht in der Lage, Frieden und Freiheit in Europa zuverlässig zu schützen. Und deswegen ist das für uns ganz wichtig und deswegen ist auch europäische Einigung nicht eine Alternative zum Atlantischen Bündnis, sondern ein Beitrag zur Stärkung. Da habe ich auch leicht unterschiedliche Meinungen zu französischen Politikern. Ich habe trotzdem noch, also wenn Sie sagen, wir wollten alle, dass es eben nicht wahr ist, oder wie kann man das beschreiben? Also ab 2014, ab der Annexion der Krim, was war das? War das Wegschauen, nicht wahrhaben wollen, aber auch billiges russisches Gas? Was war es denn, das einen da hat so handeln lassen? Tja. Ich finde die Debatte wirklich ein Stück weit rückwärts gewandt. Die hilft uns jetzt auch nichts. Ich finde die Art... Also wir lernen da nichts für die Zukunft, wenn wir diese Frage beantworten. Ja, wir lernen aber wir lernen jetzt für die Zukunft doch ziemlich schnell. Mhm. Ich finde, der Bundeskanzler hat in seiner Erwiderung auf den Einmarsch am 24. Februar in seiner Regierungserklärung am 27. Februar eine Zeitenwende verkündet. Das hätte man einer... dem Kanzler einer Koalition von SPD, Grünen und FDP auch nicht so ohne weiteres zugetraut. Ja, das war eine große Leistung. Mhm. Und der Oppositionsführer Friedrich Merz hat ihn dabei unterstützt und hat ihm als ausdrücklich Unterstützung zugesagt. Und im Wesentlichen, bei allen politischen Unterschieden, die in der Demokratie sein müssen, das ist ja ein Wettbewerb, gibt es in den Grundfragen eine Gemeinsamkeit. Jetzt. Und die ist angesichts dieser großen Gefahr doch auch dringend das, was wir brauchen. Wir brauchen doch jetzt nicht kleinmütige Streitereien, wer hat recht oder wer hat sich da blöd benommen oder wer hat da gemacht, sondern wir müssen zusammen diese wirklich so dramatisch schwierige Lage schauen, dass wir sie so gut wie möglich meistern. Es werden auf uns groß schwierige Zeiten zukommen, wirtschaftlich. Wir unterschätzen das völlig, was, egal wie es kommt, die wirtschaftlichen Konsequenzen in nächster Zeit sein werden. Denn vieles wird sich enorm verändern. Man merkt es ja jetzt schon zum Teil, ja. So. Und die Inflation galoppiert und vieles andere. Umso wichtiger ist, dass wir gemeinsam zusammenstehen, dass wir die Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge aus der Ukraine aufrechterhalten. Das ist toll, was unsere Bevölkerung da leistet. Und dass wir das, was die Bundesregierung angekündigt hat, auch konsequent umsetzen. Und da wird Ihnen übrigens die Opposition auch immer auf die Finger schauen. Und wenn Sie nachlassen, gibt es wieder den nötigen Druck von der Opposition. Keiner weiß das besser als Sie. Ja. Sie sind der Abgeordnete, der am längsten im Bundestag ist. Sie sind überhaupt der dienstälteste Bundestagsabgeordnete, und zwar seit Bestehen. Also seit der deutschen Parlamentsgeschichte, seit 1817. Wir haben Ihre Bewerbungsrede gefunden. 1972, Offenburg. Hier ist Wolfgang Schäuble. Dr. Wolfgang Schäuble, 31 Jahre alt, Beamter, Bezirksvorsitzender der Jungen Union. Er kommt aus Freiburg und tritt hier als Fremder an. Das Faszinierende, meine lieben Parteifreunde, an der CDU ist doch der Gedanke der Union als einer großen, starken Klammer zwischen den Konfessionen, zwischen den verschiedenen Schichten unseres Volkes und zwischen den Generationen. Also so hat man Sie quasi auftreten lassen können, wenn Sie das sehen. Ist ein bisschen Wehmut dabei? Nein.
Ich habe Ihnen sowieso, gibt selbst wenn Sie es hätten, Schlager, würden Sie es nicht zugeben. Man müsste noch mal 20 sein und so verliebt wie damals. Aber schauen Sie, ich liebe meine Frau immer noch und wir haben schon goldene Hochzeit gehabt. Mhm. Man muss akzeptieren, das Leben geht weiter und man wird älter und man muss das einsehen. Aber das ist ja auch spannend. Leben ist immer ein vorübergehender Zustand. Bei Politik ist bei Ihnen überhaupt nicht vorübergehend. Also Sie werden in diesem Jahr 80, 50 Jahre im Bundestag. Also man kann schon mal sagen, die Politik ist so das bestimmende Element in Ihrem Leben. Das wäre jetzt nicht. Ich werde Sie mit Freude machen. Wenn Sie nicht Freude haben am politischen Engagement, wenn Sie nur viel Geld verdienen wollen, sollen Sie nicht in die Politik gehen. Sondern Sie müssen wissen, das müssen Sie sich an eine bestimmte Regel halten. Deswegen finde ich die Debatte um den früheren Bundeskanzler, die ödet mich auch eher an. Ich finde allerdings wirklich schäbig, dass ein ehemaliger Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sich in die Dienste einer ausländischen Gesellschaft begibt. Das macht man nicht, wenn man Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Das ist der Punkt, warum ich bei Gerhard Schröder finde, er tut mir eigentlich fast schon leid, nicht? Aber er hat es selber angerichtet. Wir haben gesagt, wir machen keine Tagespolitik, aber ich würde Sie doch bitten, weil es echt interessiert, ob Sie mal netterweise diese Sätze vervollständigen könnten. Das letzte Mal mit Angela Merkel gesprochen habe ich. Irgendwann nach der Bundestagswahl, wir waren ein paar Mal im Präsidium der CDU zusammen, aber sie hat ja auch gesagt, sie macht bis zum letzten Tag ihrer Amtszeit mit voller Verantwortung. Das hat sie auch, wie sie immer mustergültig war in ihrer Pflichterfüllung. Und danach zieht sie sich zurück. Seitdem habe ich sie auch nicht mehr gesprochen. Dass die CDU eine Frauenquote einführen sollte? Habe ich früher abgelehnt und habe ich dann später für notwendig gehalten. Übrigens ganz in Übereinstimmung mit Angela Merkel. Weil sonst ging die Tatsache, dass wir zu wenig Frauen in der CDU als Mitglieder, als Anhänger, auch als Repräsentanten haben, das ging zu langsam. Also brauchte man irgendwann die Frauenquote. Dass die Ampel dem Gerhard Schröder sein Büro mit Mitarbeitern nicht mehr finanzieren will? Naja, es ist ein bisschen schade, dass man sich mit solchen Fragen überhaupt in Bezug auf einen ehemaligen Kanzler beschäftigen muss. Gesagt, also, aber ich habe ja gesagt, es tut mir leid. Eigentlich habe ich fast nur noch Mitleid mit diesem Mann. Aber es ist eine Schande für ihn und ist kein Ruhmesblatt für die Bundesrepublik Deutschland. Dass Friedrich Merz der nächste Kanzlerkandidat der Union sein wird? Das ist völlig offen, das ist jetzt auch völlig unwichtig. Ich war einmal in derselben Situation wie er, 1998. Sie sind zwar schon lange dabei, aber ja, so lange ist auch nicht. Wir reden jetzt immer vom vorigen Jahrhundert, was es ja auch ist, aber alles gut, schon gut. Nein, und deswegen das Allerwichtigste ist, er muss jetzt in dieser schwierigen Zeit die Union zusammenhalten. Union ist eine komplizierte Partei, aber stark. Ich habe das damals schon als junger Mann, da war ich übrigens noch knapp 30, erst nicht 31, und da schon gesagt, das ist die Stärke der Union, alle Schichten zusammenzuführen. Jung und alt und Wohlhabende und Arme, Schwäche, Sozialschwäche und ländliche Bevölkerung, Menschen mit Migrationshintergrund, alle. Und das muss man auf der Basis von grundlegenden Werten tun und auch von einer gemeinsamen Vorstellung vom Menschen und vom menschlichen Leben. Und da kommt dann auch ein Stück weit etwas dazu, dass wir glauben, wir könnten Politik nicht alles lösen, sondern wir müssten Politik immer ein Stück weit pragmatisch, auch im Sinne der Offenheit von Karl Popper, den hat übrigens auch Helmut Schmidt verehrt, das waren seine besseren Interviews in früheren Zeiten, aber ich verzeihe ihm sein Interview 2014, den ich... Er kriegt es nicht mehr mit. Ja. Aber jedenfalls war das jetzt schon wieder eine Bewerbungsrede, Sie wollen aber nicht nochmal in den Bundestag, oder? Haben Sie nicht gesagt, das sei die letzte Legislaturperiode? Ich vermute, dass das jetzt noch nicht mal eine Nachricht wäre, wenn ich sage, ich vermute nicht, dass ich noch mal für den Bundestag kandidiere. Es klingt nicht so, als ob Sie aufhören würden, politisch zu denken. Eine Frage, die wir gleich diskutieren werden. Nein, solange ich im Bundestag bin, versuche ich auch politisch zu denken. Wenn ich nicht mehr politisch denken kann, müsste ich mein Mandat niederlegen. Was will ich dann im Bundestag? Ein Punkt. Ein Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, finde ich. In der jetzigen Situation wahrscheinlich vertretbar. Aber ich habe im Augenblick wirklich die Sorge, dass wir den Fehler der letzten 2 Jahre wiederholen. Wir glauben, weil es Sommer ist, ist es gut und im Herbst haben wir die nächste. Und deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Wenn ich mir die Entwicklung jetzt in Asien anschaue, dann muss ich sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Dass Olaf Scholz bisher nicht in der Ukraine war?
Das muss er selber entscheiden. Das finde ich jetzt auch nicht die wichtigste aller Fragen. Aber wenn ich Opposition, als Opposition würde ich ihn da auch immer in die Lage drängen. Wir können ja die Kritik am Kanzler nicht nur seinen Koalitionspartnern überlassen. Das ist böse, wie wir sie kennen. Vielen Dank, Wolfgang Schäuble war zu Gast. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön.